Hallo, ich hab schon gewartet. Bohnen, 300 Gramm Mehl. Ach, hallo Leute. Willkommen in Bällchens Backstube. Ich habe mir gerade mein Rezept mal durchgelesen. Da sind noch so einige Verbesserungen gemacht worden. So, heute wollen wir mal einen Käsekuchen backen. So einen richtigen, fluffigen, leckeren Käsekuchen. Ich habe alles schon mal vorbereitet. Als erstes muss erstmal der Boden, der Mürbeteig gemacht werden. Da ist meine Backform. Die hat 28 cm Durchmesser. Und hier habe ich schon mal reingepackt 300 Gramm Mehl, dann eine Tüte Vanillezucker, 2 Teelöffel Backpulver und ja, das muss ich erstmal alles vermischen. Und 80 Gramm Zucker. Das Mehl habe ich jetzt hier mit dem Zucker und dem Backpulver alles vermischt. Und jetzt kommt hier noch, kommen noch 2 Eier rein. Wow. Eine dicke Melone. Ja. Da kommen noch 2 Eier rein. Und Butter oder Margarine. Also ich habe jetzt Margarine genommen, das ist ja schon alles fett genug. Jetzt haben wir alles hier in dieser Schüssel drin. Also Mehl 300 Gramm, 80 Gramm Zucker, dann 2 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 2 Eier, Margarine. Und das werden wir jetzt alles mit diesen Knetrappen hier so ein bisschen vermischen. Das wird dann der Teig für den Boden. Erstmal muss ja der Boden hergestellt werden. Und danach kommt dann diese Käsefüllung. Jetzt haben wir die ganze Schose, den Teig, alles durchgemixt. Und jetzt muss noch ein bisschen von Hand geknetet werden. Das ist ja ein Mürbeteig. Der macht einen Mürbe. Also noch ein bisschen mit der Hand durchkneten. Das macht natürlich wieder jemand anders. Sonst verklebt mir ja mein ganzes Fell. Das geht ja nicht. Ich habe mal noch so 15 Gramm Margarine reingepackt. Weil der Teig ist sonst ein bisschen zu trocken. Also müssen wir noch ein bisschen weiter durchmixen. Und dann mal sehen, wie er dann ist. Der Teig ist fertig. Und hier habe ich jetzt die Form mit Backpapier ausgelegt. Und dann noch die Kuchenform, sozusagen die Sprengform, so ein bisschen eingefettet. Hier ringsrum am Rand, da unten und auf dem Boden. So. Jetzt können wir das hier, den Teig hier reinmachen. Jetzt habe ich den Teig hier schön auf den Boden hier ausgerollt und auch seitlich so ein bisschen hoch. Alles mit dieser Rolle hier hat ganz gut geklappt. So, und den müssen wir jetzt kalt stellen. Und in der Zeit, wo der im Kühlschrank steht, müssen wir dann das nächste zubereiten, und zwar diesen Käse sozusagen. Also nicht den Käse, so ein Käse, sondern für den Käsekuchen. Jo, dann mal los. So, jetzt geht's der Füllung an den Kragen. Die Käsefüllung. Und zwar habe ich hier nochmal 200 Gramm Zucker drin. Und hier ein Päckchen Vanillezucker, dann
2 Päckchen à 300 Gramm Frischkäse, cremiger Frischkäse, dann liegt hier eine kleine Flasche Zitronenaroma. Ich habe keine Zitrone im Hause gehabt, aber Zitronenaroma geht auch. Dann 2 Becher Schlagsahne und dann ist hier noch, da sind noch 2 Eier. Und hier ist noch 50 Gramm Speisestärke drin. So, und das wollen wir jetzt alles hier in den Topf hier reinkippen. Und dann wird alles vermischt. So, naja, dann mal los. Ich habe hier auch mal ein Tütchen Sahne steif. Das ist nur mal so ein Versuch. Mal sehen, ob dann diese Käsefüllung vielleicht dadurch auch fester wird. So, Zitronenaroma kommt auch noch rein. Ja. Ein Esslöffel Speiseöl ist auch noch mit drin hier. Jetzt habe ich das alles mit diesem Schaumflieger oder wie sagt man, wie heißt das Ding? Ach so, Schneebesen, jetzt fällt es mir ein. Also da habe ich jetzt alles so schön verrührt. Tja, da bin ich immer gespannt. Also was da alles drin ist, die ganzen Zutaten mit der Schlagsahne und weiß ich noch was alles, ist ja alles im Rezept aufgeführt. Ich sage euch, das ist der reinste Herzinfarkt. Aber man isst ja nicht den ganzen Kuchen auf einmal, sondern immer so Stück für Stück und dann auch nicht alleine. So, jetzt werden wir das alles in diese Form reingießen, die da im Kühlschrank steht. Backofen ist schon vorgeheizt. Den Backofen, den habe ich jetzt hier auf 180 Grad, ist der vorgeheizt. Ja, Ober-Unterhitze. Tja, und jetzt werden wir gleich das Zeug da reinpacken, reinstellen. Ich meinte den Kuchen. Hey, was ist denn? Oh, hast du mich erschreckt? Naschst du etwa schon? Nein, ich hab nur mal gerochen. Das riecht so ein bisschen, naja, kann man gar nicht sagen. Nach Zitrone passt nicht. Mal sehen. Jetzt haben wir alles hier reingekippt. Sieht doch prima aus. Ganze Menge. Das hat auch wirklich viel Arbeit gemacht. Aber der Weg lohnt sich. Ich sage ja immer wieder, so selbstgebackener Käsekuchen, das ist doch was anderes. Aber den habe ich ja noch nie gegessen. Mal sehen, wie der schmeckt. So, der kommt jetzt in den Backofen. Ungefähr so 65 bis 75 Minuten. Da muss man immer gucken. Und dann mal gucken, ob er oben zu braun wird. Da muss man den da abdecken oder so. Mal sehen. Da ist er drin. Schade, dass man den nicht gleich essen kann. Da muss man wahrscheinlich erstmal warten. Ja, sowieso erstmal warten, bis er abgekühlt ist. Und dann, vielleicht heute Abend oder so. Oder eben morgen zum Kaffee. Ja. Oh, ist der schwarz geworden? Nee, nee. Ich hab da den abgedeckt. Der wurde oben braun und das hat ausgereicht. Dann dachte ich, bevor er verbrennt, tust du ihn lieber abdecken. Der war jetzt 75 Minuten drin. Ganz schön lange. Aber jetzt ist aus. Und jetzt will ich mal ein bisschen Spalt aufmachen und den abkühlen lassen. Den lassen wir drin stehen
und dann kann er abkühlen. Aber die Folie, die nehme ich da unten runter, oben weg, diese Backfolie. Oh, der sieht ja prima aus. Ganz toll. Wenn er auch so schmeckt, wie er aussieht, ja, das wäre klasse. Also ich habe den jetzt mal rausgeholt. Der ist noch ein bisschen warm. Aber der sieht ganz gut aus. Ist doch ganz gut geworden. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie der so von innen ist und ob der auch schmeckt. Ich kann es kaum abwarten. Aber den werde ich morgen erst, da werde ich morgen erst ein Stück probieren. Heute nicht mehr, das ist zu spät. Das hat ganz schöne Arbeit gemacht, glaubt man gar nicht. Also Leute, ich kann nur sagen, der Kuchen ist sowas von lecker, das glaubt ihr gar nicht. Der ist so gut. Also den kann man gar nicht vergleichen mit diesen Käsekuchen, die man so zu kaufen kriegt, diese tiefgefrorenen. Ich habe schon ein Stück gegessen hier. Ein kleines Stück habe ich mir mal abgemacht hier. Aber der ist wirklich sehr lecker. Kann ich nur weiterempfehlen. Also Leute, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und einen Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Tschüss.